Hallo, ich bin's wieder, Erik. Anne und Dirk haben sich jetzt eine Woche lang nur von regionalen Lebensmitteln ernährt. Wir sind heute im Restaurant Daniel, kochen mit den beiden und werden sehen, ob es wirklich besser schmeckt. Hallo! Hallo! So kommen allen Veganer, ne? Ich hab auch keine Angst haben. Hallo, Daniel, hallo. Anne. Hallo, Dirk, hallo. Hallo, Erik. Sei grüßt, hallo. So, ja, ganz kurz. Wie war die erste Woche mit den regionalen Zutaten? Sehr lecker. Total lecker. Ja, sehr geschmacksintensiv. Okay. Super. Gute Voraussetzung, da würde ich sagen. Direkt durch, genau. Ja, okay. Wir machen heute, während ihr euch anzieht, erzähle ich es euch. Wir machen gebratene Gemüse mit einem Kräuterquark und wir machen zwei Brotaufstriche. Einmal Frischkäse mit Senf und Schinken und einmal mit Knoblauch. Das ist quasi Gemüse, buntes Gemüse, was im Garten so kreucht und fleucht. Zucchini, Paprika, Aubergine, Zwiebel, alle was so rumliegt. Das muss ja auch schnell gehen. Es macht ja keinen Spaß, 4 Stunden in der Küche zu stehen, damit dann die beiden Fratzen am Tisch sagen, lecker. Mhm. Ne? Ist ein Trick 7, weil zu Hause Pfanne heiß machen, Öl rein, Gemüse rein, spritzt. Ja. So, wenn wir die Pfanne heiß machen und das Gemüse leicht geölt haben, ist es einfach vom Handling her einfacher. Bisschen Petersilie rein am Schluss. Ja. Auch Basilikum wäre gut, weil die haben ja Struktur. Aber Basilikum, Kerbel, Petersilie, Schnittlauch, die ganzen zarten Kräuter. Wirklich in letzter Sekunde. Jetzt sehe ich gerade noch hier Lauch rumliegen, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Ne? Ja. Ne? Aber gut, man hat ja zu Hause ein bisschen mehr Ruhe und oft noch so ein bisschen andere Mengen. Aber das ist jetzt so eine Sache, das ist ruckzuck fertig. So, ich bereite für die Frischkäse-Geschichten ja alles zu. Das sind Dinge, die dauern Sekunden. Hier ist normaler Frischkäse drin, Schnittlauch, Rohschinken, hat damit einen gewissen Salzgehalt. Ne? Brauchen wir wenig dazugeben. Durch den Senf auch schon Salz mit drin. Da kommt der Knoblauch mit rein. Wie gesagt, den haben wir kurz angeschwitzt. Das bietet sich auch bei Kräuterbutter an, dass man hergeht und sagt, man schwitzt das vorher an, genau wie bei Curry oder so. Und die Kräuter. So, und es ist nichts weiter, wie das zu vermischen. Und das ist jetzt der positive Haken an der Sache, dass der Quark so intensiv ist, dass man den ein bisschen strecken muss, damit er geschmeidig ist, weil das wirklich eine ganz kompakte Geschichte ist. Man könnte auch Sahne nehmen, aber ne. Hier brauchen wir keine Milch reingeben, das wird geschmeidig, weil der Senf geschmeidig ist und weil wir ja Öl dazugegeben haben. Ja, genau. Super einfach, ja, ja. Aber das ist ja auch eine Sache, ne? Kann man sich auch mal mitnehmen, oder? Also für dich. Da brauchst du nur ein frisches Brot kaufen, genau. Ich würde gerade sagen. Und das hält locker eine Woche. Gibt's auch gute Bäcker. Ja. Kannst du auch. Ja. Genau. Und probieren wir noch mal hier Knoblauchsenf. Ja, Knoblauch. Für den guten Abend heute. Ja, genau. So, Anne und Dirk, es hat geschmeckt. Unsere Teller sind leer, alle. Ja, sind alle leer, ja. Jetzt hatten wir ein paar Gerichte, auch die du natürlich mitnehmen kannst. Ihr hattet die Woche jetzt, wo ihr selber kochen konntet. Fasst mal kurz zusammen, vielleicht beide mal ein paar Sätze. Wie war das für euch? Oder ja, was seht ihr für Fazit? Na, wir fangen jetzt mal mit dem ganzen Einkauf an. Ja. Ja, war sehr interessant. Mhm. Ja. Wird. Man hat mal was anderes gesehen und nicht wirklich bloß einen Supermarkt, ja, ja, sondern auch mal, wo es wirklich herkommt. Genau. Also es war schon vom Geschmack her ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Das war ja schon bei der Käseverkostung auch, ne? Ja. Da waren wir ja schon so beeindruckt. Es war schon eine echte Erfahrung für uns. Ja, ich fand es ja auch klasse, einfach zu sehen, wie leben die Rinder, wo leben sie und wie werden sie auch gehalten, was kriegen sie selber zu essen. Ja. Es ist ja so eine Sache, wenn ich das nicht jeden Tag esse, und ich bezahle dafür was. Und das ist ja auch noch ein Punkt, zu dem wir vielleicht noch kommen. Genau, was stand denn eigentlich unterm Strich? Ja. Ihr habt mir gesagt, es sind bei euch so um die 100 Euro Wocheneinkauf, vielleicht mit Getränken 110, 120. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Wir kommen jetzt bei dem reinen Wocheneinkauf, heute, das zählt nicht dazu, auf 150, 160.
Also ja, noch mal gut mehr als 50% drauf. Man unterstützt Bauern, die natürlich, genau, das sind Arbeitsplätze in der Region. Die Landwirtschaft, die muss weiter existieren, die ernähren uns. Also ich würde sagen, dass wir uns schon viel von dem Experiment mitnehmen. Ja. Wenn es schmeckt, ist man ja auch zufriedener. Dann ist man nur glücklicher. Das ist so.